heute reden wir über gestern. Und zwar über den Abstimmungssonntag und da insbesondere über den Sieg bei den 13. AHV-Renten und über die Frage, wie es da weitergeht. Mein Name ist Matthias. Ich bin Cedric und das ist Meyer Werwood am 4. März 2024. Jetzt ist der Tag vorbei. Die Abstimmung war gestern klar. Was war dein erster Eindruck heute Morgen? Ich glaube, ich kann es noch nicht ganz fassen. Also gestern konnte ich wirklich gar nicht fassen, was wir da geschafft haben. Heute Morgen setzt sich so langsam, auch dank all den Nachrichten, die jetzt da gekommen sind von Menschen, die sich unglaublich freuen, dass wir es geschafft haben, dass die Leute wirklich real die 13. Rente bekommen. Und ich glaube, es braucht aber auch noch ein Zeitchen, um wirklich zu merken, so, hey, was wir wirklich geschafft haben, dass wir endlich einen sozialen Fortschritt hingekriegt haben. Das war dann gestern sehr, sehr deutlich. Hast du das erst auf 58% gewettet? Ich bin so im Zug gesessen. Was war das? So um die 10:30, 11:00. Und das sind ja so die illegalerweise ersten Aargauer Gemeinden, wie immer, Widerständigen rausgekommen. Und dann sind es so wirklich so Gemeinden gewesen. Kleine Gemeinden zwar, aber extrem bürgerlich, extrem SVP-lastig, die irgendwie einen Ja-Anteil von irgendwie 60% hatten. Und da hat man sich gedacht, so, hey, vielleicht kann das heute ein guter Sonntag werden. Aber die Sicherheit hat schon am Schluss dann trotzdem irgendwie nicht gehabt. Und wenn wir dann an das Abstimmungsfest gekommen sind und dann eigentlich schon relativ klar, bald in so zwölf, halb eins geheißen, ja, ja. Hey, Prognosen sind, oder der Trend ist positiv, Hochrechnung gegen die 55%. Der Moment, das ist schon recht unbeschreiblich, ehrlich gesagt. Du willst schnell erklären, oder normalerweise, also viele Leute werden die Abstimmungsresultate irgendwie in der Regel am Sonntagabend zur Kenntnis nehmen, also etwas machen am Tag. Wir sind sehr oft nervös. Genau, unterwegs am Tag und dann kommen so die ersten Resultate rein, dann nach Kantonen, da gibt es Hochrechnung und sehr oft ist es auch erst gegen die Vieri dann wirklich klar, wie zum Beispiel Stände mehr erreicht. Und wenn es früh kommt, und darum haben wir gestern gewusst, das wird gut, heisst das sehr eine hohe Zustimmung. Und genau, allem, ja. Aber ich habe irgendwie so, ich habe um 12:30 das erste Statement im Radio abgeben und ich war so, soll ich jetzt schon sagen, hey, wir haben gewonnen? Oder ist es so, nein, vielleicht kommt es dann noch Stände mehr, schaffen wir nicht. Ja. Aber es ist ehrlich gesagt wirklich schon relativ früh einigermaßen deutlich sein, dass das sollte lange. Und das habe ich wirklich nicht erwartet. Das haben auch quasi die Prognose im Vorfeld nicht ergeben. Dass es hat immer geheißen, wenn, dann wird es eine knappe Abstimmung. Und das sind am Schluss 58% der Stimmberechtigten. Das war eine sehr hohe Stimmbeteiligung auch gewesen. Fast, glaube ich, 58%. Ja, das kann sein. Also wirklich sehr hoch. Ja gesagt haben zu der 13. Rente. Das freut mich wirklich immer noch mega fest. Also lustig war, wenn man nachher die Elefantenrunde geschaut hat, also das Treffen von der Parteipräsidentin und Parteipräsidenten vor laufender Kamera, gibt es aber zumindest 3 Leute, die es noch weniger können fassen als du. Aber ihre Gemütslage ist sicher eine andere. Das kann man so sagen. Das ist ja eigentlich auch recht, finde ich, etwas vom Beeindruckendsten gewesen, gestern über den ganzen Tag, wie überrascht die Gegnerschaft war von dem deutlichen Resultat. Also das habe ich gefunden, ist doch dann sehr beeindruckend gewesen. Hat sich auch zum Teil dann relativ ungeschickt noch gewissen. Also das, was mich vor allem schon auch ehrlich gesagt überrascht oder auch irritiert hat, ist, ich meine, es ist eine grosse Niederlage. Und ich habe in dieser Runde noch wirklich keinen Moment gespürt, dass sie sich überlegen, so, hey, haben wir den Menschen wirklich zugelassen in den letzten Jahren? Haben wir sie wirklich ernst genommen, wenn sie gesagt haben, hey, wir können unsere Krankenkassenprämien nicht zahlen, die Mieten nicht explodieren. Deshalb hat es gleich gemacht, wie immer. Sie hat uns die Schuld gegeben an steigenden Energiepreisen, steigenden Mieten, eigentlich an allem auf dieser Welt schief läuft. Aber sonst war es so gewesen, und dann gerade so die Frage so, und ihr müsst jetzt liefern, wie ihr das finanziert, und ihr seid intransparent im Abstimmungskampf. Dabei haben wir ja eigentlich gefühlt über nichts anderes im Abstimmungskampf geredet, als wie werden wir denn das finanzieren. Auf das können wir einfach nachher noch zu sprechen. Aber ich habe schon irgendwie so ein bisschen gefunden, ja, recht eine unangebrachte Diskussion auch. Und es ist dann sehr schnell auch so die Erzählung aufgekommen, sind auch die Leute egoistisch gewesen, haben sie an sich gedacht und nicht das Gesamtwohl vom Land im Kopf. Und das finde ich schon eine unglaubliche Abwertung. Also es ist immer so, wenn es um die Menschen geht mit wenig Geld, aber auch mit mittlerem Geld, wenn die mal sagen, hey, jetzt wollen wir mal an der Reihe sein, dann kommt gerade so der Hammer von, ihr seid egoistisch, ihr wollt eigentlich zu viel. Das ist unglaublich abwertend.
Ja. Weil es eigentlich nicht als richtig ist, zu sagen, hey, wir tragen auch zu dem Wohlstand bei, ein Leben lang, und wir haben es doch auch verdient, mehr oder weniger sorgenfrei können alt zu werden. Und das ist ja gestern sehr deutlich zum Ausdruck gekommen. Umgekehrt ist ja das genau die gleiche Situation, wenn es zum Beispiel um Steuerprivilegien geht. Für Gutverdienende werden jetzt dann gleich Diskussionen führen über eine neue Privilegien in der dritten Säule, also private Vorsorge. Das ist ja dann immer mit dem volkswirtschaftlichen Interesse etc. gerechtfertigt. Das ist ja nie egoistisch, sondern es ist im Dienst von der Entlastung von der Staatsfinanzen, das schon. Und das finde ich gestern spannend gefunden, das Unglaubliche. Gestern ist so wie eine Realität reingeplatzt, in ihre Vorstellung. Und dass sie könnten falsch liegen, in der Wahrnehmung ist noch gar nicht in den Sinn gekommen. Oder das, was ich vorher gesagt habe, wenig Demut, im Gegenteil, noch belehrende Auftritte zum Teil, so mit der Argumentation, ja, die Leute haben offensichtlich nicht verstanden, um was es geht. Oder jetzt sind sie halt selber schon sehr wohl verstanden, um was es geht. Im Gegenteil, ein finanzpolitischen Desaster, das finde ich relativ beeindruckend. Schöne ist gewesen, gestern zu wissen, die Initiative ist zum Glück so formuliert, dass das ganze Theater keine Rolle spielt. Das hat Elisabeth Baumschneider gestern auch deutlich gesagt. Der Text ist eindeutig. Am 1. Januar oder wenn auch immer, ja, im 26. zwei Jahre, wird die erste 13. Rente ausgezahlt. Punkt, Schluss. Und ich glaube, das ist also die Freude über den Sieg gestern, dass uns das wirklich zusammen mit den Menschen gelungen ist, dass die Rentnerinnen und Rentner, die aktuellen, aber auch die zukünftigen 13. Rente bekommen, ist so unglaublich unmittelbar. Mhm. Und das, finde ich, hat man selten bei einer Volksabstimmung, auch sehr selten bei einer Volksinitiative. Wenn wir ja in der Vergangenheit mal gewonnen haben, dann war es meistens gewesen, wie wir irgendetwas verhindert haben, also welche Steuergeschenke können verhindern an grosse Konzerne. Aber dass wir positiv etwas haben können gestalten, kommt erstens mal schon relativ selten vor. Und sonst ist es sehr häufig in so einem symbolischen Bereich auch, wo es nicht ganz klar ist, wie läuft denn wirklich die Umsetzung ab. Ja, und bei dieser Initiative ist es wirklich... Es ist sonnenklar, spätestens ab 2026 haben alle Rentnerinnen und Rentner, eben auch die zukünftigen, das wird dann nachher quasi auch für ihre 50 Jahre noch gelten, eine 13. Rente. Und logisch, die Frage von der Finanzierung, die müssen wir gesondert anschauen, für die haben wir auch noch Zeit. Da sind wir auch immer transparent gewesen im Abstimmungskampf. Und das finde ich halt schon, ich glaube, das hat man auch den Leuten angemerkt, ich habe wirklich mega viele Nachrichten bekommen. Die schönste lese ich schnell vor. Das ist wirklich herzerwärmend. Warte schnell. Das war es. Hat mir eine geschrieben: Liebe Frau Meier, ganz herzlichen Dank für Ihren Einsatz zur 13. Rente. Für mich ist das eine große finanzielle Erleichterung. Ich bin 80 Jahre alt und habe bis zu meinem 65. Lebensjahr als Hebamme gearbeitet. Also ein unverzichtbarer Job. Jetzt habe ich große Steuerschulden. Dadurch wird meine Pensionskasse gepfändet. Viele Grüße und danke. Und ich glaube, das hat wirklich mir mit dieser Initiative, Gewerkschaft und SP, Menschen in ihrer Lebensrealität abgeholt haben. Und dass eine bürgerliche Mehrheit, und das finde ich, hat man gestern auch wieder sehr stark gemerkt, eine riesige Ignoranz dieser Lebensrealität gegenüber hat und einfach extrem weit weg auch davon ist. Dass eben nicht, es war nicht irgendwie ein Mythos oder ein linkes Märchen durch den Kaufkraftverlust, sondern es ist eine Realität für ganz, ganz viele Menschen mit tiefem und mittlerem Einkommen. Nicht nur für Rentnerinnen und Rentner, aber vor allem eben auch für die. Ja, das ist ja das, was uns quasi immer vorgeworfen haben im letzten Jahr während der Wahlen. Es war ein schlauer Schachzug in der Wahlkampagne. Kaufkraft, so, oder? Ja, nein, es geht nicht um die Erfindung von einem Slogan. Es ist, wenn man mit den Menschen redet, in diesem Land sagen sie, ich habe ein Problem. Weil ich habe weniger Geld gefühlt als vor 5 Jahren. Und wenn ich die Rechnung anschaue, stimmt es auch. Und das ist, glaube ich, gestern auch der Schock gewesen. Ich habe das Gefühl gehabt von der Wirtschaftsverbände und von den bürgerlichen Parteien, dass sie gegen das nicht mehr angekommen sind mit dieser Angstkampagne von der Finanzierung. Ehrlich gesagt auch, also ich meine, 2 Legislaturen jetzt mindestens einfach immer gesagt, wir haben Geld für alle Steuergeschenke, was braucht für die grossen Konzerne. Und dann überrascht sie, wenn die Bevölkerung sagt, ja gut, aber und dann für uns nicht entsprechend. Ja. Das ist doch noch relativ schockierend. Finde, was man auch muss es ja immer im Paket sehen, ist gestern war es ein bisschen untergegangen. Aber ich meine, genauso deutlich und krass ist eigentlich der Entscheid zu der Renteninitiative, sogenannte vom Jungfreising, wo immer in den letzten Jahren unbestritten war, man wird das Rentenalter erhöhen und alle, die rauskommen, sind einverstanden. Und
gestern keine einzige Gemeinde dieser Vorlage zugestimmt hat. Wirklich keine einzige? Keine einzige Gemeinde. Also in der ganzen Schweiz keine einzige Gemeinde. Das habe ich zumindest heute noch nicht überprüft. So in der gedruckten Presse gelesen, dass das so ist. Und im Paket ist dann das ein relativ klarer Entscheid darüber, wie es in der Altersvorsorge in diesem Land soll weitergehen soll. Zweifelsohne. Das habe ich gestern also unglaublich gefunden in dieser Diskussionsrunde. Ich meine, 3 von 4 Stimmberechtigten, die durchgegangen sind, haben gesagt, wir wollen nicht das Rentenalter erhöhen. Und die sind dort angestanden und gefunden, ja, es ist vor allem ein Nein gegen Automatismus und wir machen jetzt vielleicht trotzdem weiter in 2 Jahren vor der Rentenalterhöhung, aber vielleicht mit einem neuen Konzept, Lebensarbeitszeit und die Leute wollen einfach darüber abstimmen. Da bist du relativ klar. Sie wollen nicht länger arbeiten, weil die Leute genau wissen, die sich es können leisten können, die werden auch in Zukunft früher gehen und die sich es eben nicht können leisten können, weil sie zu wenig verdienen, die müssen länger arbeiten. Und das sind häufig auch Menschen in Berufen, wo dann auch die Lebenserwartung kürzer ist. Und noch dazu. Und also, wenn man da, dem gegenüber so eine Ignoranz kann entgegenbringen und auch finde, ja, wir versuchen es dann in 2 Jahren wieder, wenn es um die Altersreform von der AHV geht, mit einer Rentenalterhöhung, weil wir kommen nicht um das herum, finde ich, ist wirklich einfach einmal mehr die Leute auch nicht ernst genommen, in dem, was sie sagen. Übrigens der reale Egoismus, der nicht diskutiert worden ist. Oder die Initiative lanciert haben, ich meine es nicht persönlich und vor allem im Parlament, ich kann es persönlich sagen, immer dahinter stehen, hinter der Rentenaltererhöhung, meinen ja nie sich selber. Nein, danke. Weil die natürlich genug verdienen, um früher zu gehen, sind sie meinen immer die anderen. Oder die Freiheit haben, also, früher zu gehen. Das finde ich ist logisch. Ein Punkt. Vielleicht schafft die bis 70, aber dann ist es immer eine freie Entscheidung. Wenn du Professorin oder so bist, dann kann das ja durchaus funktionieren. Sehe ich auch entsprechend. Das ist ja nicht der Punkt. Oder? Und dann den anderen aber, die sagen, ja nein, also sorry, nur wenn wir es uns nicht leisten können, gezwungen werden, diesen Egoismus vorzuwerfen, das finde ich ist doch krass. Und das Zweite ist, da muss ich schon bewusst sein, wenn man die Diskussion von den letzten 15, 20 Jahren anschaut, sozialpolitisch in dem Land, ist die offensichtlich einfach auch an der Realität der Leute so krass vorbeigegangen. Wenn du in Bundesbern, sind wir ja immer als die naiven Spinner gestellt worden, wenn wir gesagt haben, ja, also der Erhöhung des Rentenalters ist nicht zwingend und ja, man könnte auch über mehr AHV reden. Das ist wie so von einem anderen Planeten. Und jetzt hat die Bevölkerung gesagt, ja, pragmatisch betrachtet, stimmt's. Und das finde ich, das ist noch schön, so die heilsame Wirkung von der direkten Demokratie, wo einfach die Realitäten, wenn das Parlament sich weigert, soziale Realität wahrzunehmen, wir heute können zeigen, wenn die Bevölkerung mitmacht, dann kann man das auch relativ klar auf den Tisch bringen. Das und den Klassengraben sehen wir übrigens auch in den ersten Nachwahlbefragungen. Ja. Die sehr, sehr viel verdient haben, also 13'000 und aufwärts, die haben die Tendenz abgelehnt. Und alle drunter, also alle, die quasi unter 13'000 verdient haben, also nicht alle, aber die unter 13'000 verdient haben, dort war eine grosse Mehrheit für ein Jahr gewesen, zu der 13. Rente. Und das finde ich schon, also es ist, man hat das gesehen, oder die reichen Gemeinden haben in der Tendenz Nein gesagt, ärmere Gemeinden in der Tendenz ja. Das ist eine Klassenfrage. Ja, absolut. Und das finde ich ja immer in dieser Kampagne perverse gewesen, wie die Diskussion geführt worden ist. Die AHV ist ja gebaut als Klassensolidaritätskonstrukt. Also sehr bewusst, die mehr haben, zahlen mehr und bekommen weniger. Debattiert worden ist aber perverserweise die sogenannte Generationenfrage. Oder? Als wäre es unfair, dass die Jungen und nicht die mehr haben, mehr einzahlen müssen. Und das ist gestern, glaube ich, auch deutlich entlarvt worden, dass zum Glück, und das finde ich, das hoffentlich eine Lektion, die ankommt, das hat die Bevölkerung durchschaut, dass die AHV eben nicht eine Umverteilung ist von jung zu alt, sondern primär von gut verdient zu normal oder schlecht verdient. Also, es war ja wie auch ein Jahr gewesen, gestern, von wir schauen zueinander. Und ich finde, du hast das letzte Woche recht schön gesagt, dass die Einführung von der AHV ja auch ein riesiges Entlastungsprogramm gewesen ist für die arbeitende Bevölkerung, weil sie eben nicht mehr gezwungen sind, ihre Eltern durchzubringen. Ich glaube, das bringt auch jetzt eine enorme Entlastung. Die Einführung von einer 13. Rente, auch für die arbeitende Bevölkerung. Ich kenne nicht wenige, die ihren Eltern, weil sie einfach nicht lange, doch auch noch einen Zustupf geben müssen. Das ist jetzt eine Entlastung mit der 13. Klar. Und ja, du hast gesagt, wie geht es jetzt weiter? Oder die Finanzierungsfrage, die jetzt logischerweise im Raum steht. Also müssen wir schnell auseinandernehmen. Genau, also weitergehen ist... die Initiative sieht klar vor, bis allerspätestens 2026 wird die 13. Rente ausgezahlt. Wir versuchen, dass es so schnell wie möglich weitergeht. Übrigens auch ohne, dass eine Finanzierungsvorlage schon fertig wäre. Also das, ja, und die zuständige Bundesrätin Elisabeth Baumschneider hat auch gestern klar gesagt, dass sie will vorwärts machen, also dass sie jetzt quasi das auch ernst nimmt und schnell vorwärts macht. Und dann stellt sich die Frage von einer Finanzierung.
Und da sind wir, ja, haben wir immer gesagt, über Lohnbeitragserhöhung, eine 13. Rente ist nicht gratis zu haben. Logisch nicht. Aber die AHV steht auf stabilen Beinen. Sie wird im nächsten Jahr Überschuss machen. Und wenn ein Lohnprozentbeitrag oder Lohnbeitragserhöhung notwendig ist, dann kann man das vielleicht auch schrittweise machen. Und auch das ist immer noch solidarische Finanzierungsmöglichkeit. Das muss man vielleicht schon den Mechanismus auch erklären. Oder? Das haben sie ja immer versucht, diese Kampagne rauszustreichen, dass sie quasi eine Belastung vom Mittelstand. Du hast sicher gesagt, ja, natürlich kostet mehr Rente mehr Geld. Nur ist ja die Frage, was ist unter dem Strich? Genau. Und da, dort ist Lohnbeiträge immer noch das, was sich, vielleicht ist die Zahl wahrscheinlich jetzt besser präsent, zu relativ, bis relativ hohen Einkommen am Schluss. Du mehr Rente in der AHV bekommst, vor allem auch im Vergleich zu, wenn du es privat müsstest machen, über Privatversicherung. Das ist das eine. Und das andere ist die Lücke, die es real ja wird geben. Jetzt einfach aufgrund von dem Entscheid, ist quasi der sogenannte Bundesbeitrag. Also der Bund leitet mehr ein. Das sind etwa 800 Millionen, schätzen wir. Übrigens, lustigerweise ungefähr in der Grössenordnung von einem neuen Steuergeschenk, wo die Wirtschaftskommission im Nationalrat letzte Woche ohne Diskussion von bürgerlicher Seite auch beschlossen hat. Das ist dann selbstverständlich kein Problem gewesen. Sie versuchen jetzt, haben Sie gestern auch schon versucht, also die bürgerliche Seite, zu sagen, ja, man muss jetzt das in einer Gesamtbetrachtung machen, mit einer grossen Reform, eben wieder über die Rentenalterhöhung reden und erst dann Finanzierung. Auch das kann man klar sagen, das braucht man nicht, um die Initiativen umzusetzen. Die Initiativen kann man, und dafür werden wir uns auch einsetzen, sofort umsetzen, ja, und aber sofort eine Finanzierungslösung haben, wenn man will. Das ist nicht das Problem. Eben, und die Lohnbeiträge, du hast vorhin gesagt, die Zahl ein bisschen genauer im Kopf. Über 90% der Bevölkerung bekommt mehr AHV-Rente ausgezahlt, als sie jemals einzahlen, weil es eben eine solidarische Finanzierung ist oder weil es nachher der wirtschaftlichen Stärke bemessen ist. Und die sehr viel verdienen, zahlen mehr in AHV-Topf über rein und ihre Rente ist auch gedeckelt. Und für die weniger verdienen, die müssen weniger beitragen. Das war immer so ein konkretes Beispiel gewesen, eine Verkäuferin, die bei einer Lohnbeitragserhöhung von 0,4% auf abnehmender Seite 25 Franken mehr Lohnbeiträge müssen zahlen pro Monat zahlen. Dafür, dass sie nachher 150 Franken Rente pro Monat mehr bekommt, das ist einfach ein gutes Geschäft. Und das wissen halt eben auch die Bürgerlichen, weil sie auch wissen, die das wirklich zahlen müssen, das sind die sehr, sehr viel verdienen. Und wenn sie jetzt also kommen und sagen, wir stehen absolut auf Barrikaden, wenn es um eine Lohnbeitragserhöhung geht, dann finde ich das schon ein bisschen absurd, weil die genau gleichen Bürgerlichen werden uns im nächsten halben Jahr erklären, warum eine Lohnbeitragserhöhung für die zweite Säule, also für die Pensionskasse, richtig ist. Nur man schaut dort noch an, nicht eine höhere Rente raus, sondern noch eine tiefere als aktuell. Also Ihre Revision, Ihre Pensionskassenrevision, genau, wo irgendwann mal im Herbst wird zur Abstimmung kommen. Und ich meine, also, da ist für uns völlig klar, die Leute haben heute gesagt, oder gestern gesagt, wir wollen die AHV stärken, wir wollen die sozial- oder die solidarisch finanzierte Altersvorsorge stärken. Wir wollen gute Renten und sicher nicht einen Rentenabbau in der zweiten Säule. Die Einordnung müssen wir sicher noch versuchen, wenn man das heute schon kann, so einen Tag nachher. Oder was bedeutet das? Es hat gestern ganz viele mediale Interpretationen gegeben, wo so jetzt kommt die sozialistische Grosswelle, ja, bis zu bis zu anderen Interpretationen. Wahrscheinlich ist es ja irgendwo in der Mitte. Ehrlicherweise glaube ich, es ist beides. Einerseits, das wird sich nicht wegreden lassen. Das ist historisch, dass die linke Gewerkschaft, die SP, einen Ausbau von der AHV an der Urne durchbringt, hat es so noch nie gegeben in dieser Form. Und das kann man einfach nie mehr leugnen, dass das möglich ist. Ja. Aber dass das jetzt eine unmittelbare Auswirkung hat, und man jetzt Sozialstaat und Mindestlöhne und weiss ich was alles bringt, das glaube ich nicht. Das muss man ehrlicherweise schon sagen. Da hat es natürlich auch einen grossen Teil, wir wissen es, SVP-Wählerbasis dabei gehabt, die ja gesagt hat, legitimerweise, wo aber in anderen Fragen dann nicht wird da sein. Der erste Test, in Anführungs- und Schlusszeichen, kommt ja relativ schnell. Ich meine, im Juni und dann, du hast gesagt, ja, BVG im Herbst. Im Juni die Prämienentlastungsinitiative, ja, nämlich hast du angesprochen, genau, wo es auch da um den realen Kaufkraftverlust geht von den Leuten, wo man mit der Prämienentlastungsinitiative eigentlich den Prämienanstieg will deckeln. Die Prämien sind eigentlich eine extrem unsoziale Steuer, die nicht einmal quasi einen Deckel hat, sondern einfach Jahr für Jahr steigt und noch ein bisschen mehr wert. Und mit unserer Initiative, wo 10%, also quasi jeder Haushalt soll maximal 10% müssen ausgeben für Krankenkassenprämie, hast du wirklich einen Deckel für die aktuellen Prämien, aber auch für die, wenn sie in Zukunft steigen. Und das wäre natürlich eine enorme Entlastung für Familien, für Menschen mit tiefem, mittlerem Einkommen, wo zu Recht sagen, auch jetzt sind wir an der Reihe. Und selbstverständlich wird man dort wieder die Umkehrung sehen. Jetzt haben sie ja immer gesagt, es muss gezielt sein für die, die es brauchen. Das ist es. Aber dort wird es dann wieder heißen, das können sie nicht alle übernehmen. Und dort werden sie sicher sich dann auf einen Gegenvorschlag berufen, den sie gemacht haben, der wirklich so
minimalistisch ist. Oder der Prämienanstieg vom letzten Jahr auf das Jahr war über 2 Milliarden Franken gewesen. Allein der Prämienanstieg. Und Ihren Gegenvorschlag sieht irgendwie vor, ja, 350 Millionen davon werden dann von der öffentlichen Hand übernommen. Der ganze Rest, die 1,7 Milliarden, die noch bleiben, die müssen trotzdem die Bevölkerung als Anstieg mitfinanzieren. Aber sie sind da immerhin so schlau gewesen und haben einen Gegenvorschlag gemacht. Das haben sie ja bei der Renteninitiative oder bei der AWA-Renteninitiative nicht gemacht. Und das ist vielleicht schon auch noch ein Aspekt, oder? Sie haben ja im ganzen Abstimmungskampf immer gesagt, ja, ja, wir wollen dann schon für die schauen, die ganz wenig Geld haben. Da haben sie noch irgendwie einen Vorstoss schnell eingereicht im Parlament. Und ganz offensichtlich haben die Leute das zu Recht nicht geglaubt. Du glaubst nicht Politiker, die über Jahre hinweg das Gegenteil machen, nämlich bei Ergänzungsleistungen kürzen, sich nicht darum kümmern, dass die Leute genug Geld im Portemonnaie haben. Und dann im Abstimmungskampf kommen sie und sagen, wir kümmern uns um die Armutsbetroffenen, um die Ergänzungsleistungsbezügerinnen in diesem Land. Das ist echt nicht glaubwürdig. Und das haben die Leute durchschaut. Und ich nehme auch an, das werden sie auch bei der Prämienentlastung durchschauen. Ich glaube, zwei Sachen würde ich dort ergänzen. Das eine ist, die Leute glauben das nicht, was für die politische Mehrheit ein relativ verheerendes Signal ist. Und die Leute haben auch, glaube ich, relativ klar verstanden und das Signal, wenn es endet, wo es in Bern nicht angekommen ist. Hey, die Kaufkraftfragen sind nicht einfach nur, ein bisschen überspitzt, Armutsfragen, sondern das ist inzwischen ein Problem wie die Mittelklasse rein, dass man merkt, es lenkt einfach Ende Monat nur noch knapp mit Miete- und Krankenkassenprämie. Und dann merkst du, in welcher Sphäre sich halt einfach viele, bürgerliche Parlamentarier finanziell bewegen, dass ihnen das nicht auffällt. Bei der Rente und auch bei der Krankenkassenprämie, wie das nicht ernst nehmen, ist wieder genau das gleiche Thema. Ist zu hoffen, dass es die gleiche Mobilisierung entsprechend wird geben. Ich glaube, was man schon auch noch abschliessend kann sagen, ich meine, ich weiss, oder ich war eines von diesen Gesichtern gegen aussen von der Abstimmungskampagne, aber das, was das gestern gelungen ist, das ist schon einfach der Erfolg und der Verdienst von Tausenden von Menschen, die uns gespendet haben, also die beigetragen haben, die Leserbriefe geschrieben haben, die Teil sind von dieser Abstimmungskampagne und am Schluss eben auch Teil sind von diesem Erfolg. Und auf kantonaler Ebene haben es noch SP-Sektionen gehabt, die noch etwas mehr gefordert waren in den letzten Monaten, die noch kantonale Abstimmungen hatten, Wahlen hatten in gewissen Kantonen. Es würde sich sprengen, das quasi alles aufzuschliessen. Aber es ist doch auch ein grosser Dank an all die, die das möglich gemacht haben gestern. Wir können leider nicht versprechen, dass es weniger wird in den nächsten Monaten. Weniger Abend, aber versuchen aber nicht langweilig. Zu verteilen. Jawohl. Ja, also die Umsetzung wird uns sicher nicht verlassen. Das schauen wir wieder an. Und ich glaube, es sind ein paar Fragen reingekommen. Deine Gedanken zur Messerattacke, die es tragischerweise am Samstag in Zürich gab? Ja, das ist mega schlimm. Ganz kurz, ein jüdisch-orthodoxer Mann ist angegriffen worden von einem Jugendlichen mit einem Messer, schwer verletzt worden. Die Polizei konnte dann kurz davor eben den Jugendlichen festnehmen und man muss davon ausgehen, oder zumindest die Polizei schliessend aus, dass antisemitisches Motiv dahinter steckt. Und wenn dem so ist, dann ist es ja nicht einfach tragischer Einzelfall, sondern etwas, was wirklich uns auch als Zivilgesellschaft muss Sorgen machen muss. Antisemitistische Angriffe, wo es klar ist, nicht gehen. Die jüdische Zivilbevölkerung muss geschützt werden. Auch. Das zeigt, es braucht den Schutz vom jüdischen Leben, leider auch in der Schweiz. Und schlimm ist, wir müssen im Parlament real darum kämpfen, dass es die Gelder überhaupt gibt. Aber wir werden es weitermachen. Was bleibt von der Amtszeit von Thomas Jordan? Thomas Jordan war der Chef von der Schweizerischen Nationalbank, oder ist es immer noch, aber hat jetzt seinen Rücktritt angekündigt, ist gross gelobt worden bei seiner Rücktrittsankündigung. Das sehe ich ein bisschen differenzierter, muss ich sagen. Also bedanke mich bei allen, die sich für solche Sachen einsetzen und ihre Zeit hingeben. Aber es war am Ende doch sehr eine ideologische Politik. Mhm. Was heisst das? Stark auf sogenannte Ziel von der Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Preisstabilität, das ist nicht falsch. Aber mit wenig Blick dafür, was sonst noch seine Aufgabe wäre. Und die Nationalbank hat auch den Auftrag, zum Beispiel das gesamtwirtschaftliche Interesse anzuschauen. Das würde den Schutz der Mieterinnen und Mieter einschliessen. Und da hat die Nationalbank immer gesagt, wenn die Mieten halt ein bisschen steigen, nicht unser Problem. Und das halte ich für eine sehr kurzfristige Perspektive. Wir haben eine Nationalbank, die organisiert ist, fast wieder ein bisschen wie eine Monarchie. Das ist nicht mehr zeitgemäss und ich finde, die Chance müssen wir jetzt nutzen, das transparenter und demokratischer zu machen. Und Ihre Klimapolitik ist auch nicht allzu fortschrittlich. Dort wäre auch noch Luft gegeben. Keine Abschiebung mehr. Bei häuslicher Gewalt ist der Entscheid definitiv. Soll ich ganz kurz erklären, um was es geht? Heute ist es so, dass Ausländerinnen, sind sehr häufig Frauen, die Opfer werden von häuslicher Gewalt,
Und wenn sie sich dann scheiden lassen, ihren Aufenthaltsstatus verlieren. Weil der gekoppelt ist an die Ehe. Sehr häufig auch Frauen sind, die isoliert sind, nicht arbeiten zum Beispiel, also selber kein Geld verdienen. Und deswegen auch sehr häufig zögern, sich scheiden zu lassen und eigentlich gewalttätige Beziehungen müssen aushalten. Und jetzt will ein Vorstoss, der durch den National gegangen ist und zum Glück auch vom Ständerat angenommen worden ist, verhindern, dass in Zukunft zu so Abschiebungen kommt. Der Ständerat hat die Vorlage aber massiv verschlechtert, also weil Opfer weniger stark schützen, als das der Nationalrat wollte. Und da bleiben wir dran. Cedric, was sind Top 3 Städte in der Schweiz? Ja, das ist jetzt eigentlich eine Antwort, die man nur falsch machen kann. Eine Stadt kannst du sagen und dann machst du es richtig. Von allen anderen. Ich könnte eine Negativliste machen, beispielsweise. Top 3 Städte. Also, sicher Lausanne wäre drauf, finde ich. Eine von der schönsten Städte in der Schweiz. Aus familiären Gründen Luzern. Das ist auch sehr eine schöne Stadt, dort wohnt. Du hast noch einen Versuch. 3/4 von meiner Familie. Und dann irgendetwas im Osten. Ist noch St. Gallen. St. Gallen ist auch dabei. Nein, ich finde, die Schweiz hat sehr viele schöne Städte. Übrigens auch der Aargau. Sehr viele schöne. Übrigens auch Winterthur. Winterthur. Da bin ich gar nicht gekommen. Nein, ich glaube, also Lausanne wäre sicher dabei. Ich bin ein grosser Lausanne-Fan, ehrlicherweise. Sind durch. Du hast die 3 Städte. Ich lade dich das nächste Mal auf Winterthur ein. Dann kommt die Antwort auf die Frage das nächste Mal. Ja, besser. Probieren wir noch mal. Schön, sind ihr dabei gewesen. Wenn ihr wie immer Fragen oder Kommentare habt, ein Mail an meierwermuth@sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte. Danke, sind ihr dabei gewesen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, jetzt den Podcast abonnieren. Egal, ob ihr hört oder schaut oder beides. Und bis nächste Woche.